Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder beim ETS 2 im Singleplayer. Und ja, ich habe gerade eine Mütze Schlaf genommen hier. Und ihr seht oben an der Fracht, wir bringen Speiseeis nach Poznan in Polen. Und ja, ich musste halt schlafen. Und wir haben ja auch noch eine große Tour vor uns und haben schon eine große hinter uns, sag ich mal. Haben jetzt insgesamt 10 Stunden schon hinter uns gebracht. Nett, dass er uns durchlässt. Ich weiß aber auch nicht, warum der die Zeit jetzt... Achso, der, genau. Deswegen. 6 Stunden haben wir doch über. So, ich musste mal eben kurz was gucken hier. Der ist nämlich irgendwie mein Mikro am Abspacken. Oh, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht stören. So. Hier runter wollten wir nämlich nicht. Ja, wir haben jetzt schon wieder Abend. Wir hatten, sind ja gerade eben morgens früh, also in der letzten Folge sind wir ja morgens früh losgefahren. Dann musste ich ja schlafen und somit habe ich jetzt schon wieder fast nachmittags. Also wir haben jetzt, eigentlich haben wir schon nachmittags, 16 Uhr, 17 Uhr eigentlich schon. Und ja, wir sind jetzt wo genau? In der Nähe von Magdeburg, so wie es aussieht. Fahren jetzt in Richtung Berlin, Leipzig. Leipzig. Um dann nach Polen durchzufahren. Ich bin gerade noch was am Testen gewesen, am Gucken gewesen. Ja, ihr seht oben noch die Weihnachtsmatte. Ich habe auch noch die Weihnachtslackierung drauf. Die werde ich auch noch ein bisschen drauf behalten, weil ich finde die eigentlich ganz schick. Und ja, ne? Deshalb lasse ich die jetzt auch erstmal drauf. Ich wollte eigentlich auch noch einen Wintermod drauf machen, aber der hatte nicht funktioniert. Da ist mir das Spiel andauernd abgestürzt, von daher musste der dann wieder runter. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der nochmal erneuert wird oder sowas, von daher lasse ich den wahrscheinlich erstmal unten runter. Aber auch eine schöne Strecke hier, also ich muss ja sagen, also ETS ist ja führend in Sachen LKW-Fahrten und ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt was anderes gibt. Doch, diese Spin-Tires gibt es ja noch, aber das ist ja nicht sowas hier wie Spedition zu Spedition. Und dann gibt es noch, welchen gibt es noch? Da gab es noch einer, 80 Wheels of Steel oder sowas, keine Ahnung, das ist aber glaube ich schon uralt. Und ich glaube auch von SCS, oder? Astragon oder ich weiß es gar nicht. Naja, ich weiß echt nicht. Ich habe keine Ahnung. Und auf jeden Fall ist ETS hier führend. Ich bräuchte mal so einen Konkurrenten, würde ich mal so behaupten. Ein Konkurrent, der den ein bisschen zeigt, wie das Spiel richtig besser aufgefahren werden kann. Ich meine, es ist schon gut. Es ist keine Frage. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist, das Spiel. Es ist halt nur mit der Performance halt. Das kann nicht jeder spielen, weil, weiß nicht, vielleicht haben die ja irgendwie an Windows rumgefummelt oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ja nicht jeder flüssig spielen, das Spiel. Und, tja, das bräuchte eigentlich, müsste eigentlich mal so eine Engine bekommen oder zumindest so eine verbesserte Engine. Bolle meinte ja, mit DirectX 9 ist das super. Aber ist es nicht, weil DirectX 9 ist kein tolles Engine.
oder wieder, wie man das nochmal nennt. Und DirectX 12 ist schon das Beste auf jeden Fall, was allein schon was an der Performance hergeht, weil da kommen weniger, wie soll ich das jetzt sagen? Das ist nicht so performance-lastig, die Spiele, die unter DirectX 12 erstellt worden sind, entwickelt worden sind. Hallo, du solltest nicht direkt komplett bremsen, du Vollflachzange. Naja, auf jeden Fall würde das Spiel mal einen Wechsel gut tun, weil DirectX 9 ist scheiße. Was die Performance angeht. Und das müssten eigentlich die von SCS wissen und da mal ein bisschen was für tun. Ist einfach nur meine Meinung. Viele von euch werden vielleicht sagen, naja, redet doch Schwachsinn und sowas, aber lest euch mal in die Materie ein und guckt mal mit dem Vergleich DirectX 9 zu DirectX 12. Könnt ihr mal nachgoogeln. Bin mal gespannt, was ihr dann sagen werdet. Ach, Poznan ist Posen. Da kenne ich nämlich den Fußballverein, Lech Posen. Das weiß ich noch. Also wusste ich gar nicht, dass Posen auf Polnisch Poznan ist. Klingt eigentlich auch völlig anders, ne? Außer POS, da am Anfang die drei Buchstaben. Oh, entschuldigt, mein Auge juckt gerade. So. Berlin. Dann fahre ich mal hier rüber, weil da müssen wir nämlich nicht hin. Hauptsache, wir haben hier geschmeidige Fahrt vor uns, ne? Aber so ein Stau ist schon was des Fettes. Ich glaube, ich werde mal im nächsten Jahr mal einen Mod runterladen, der den Traffic ein wenig erhöht. So, dass wir dann auch wirklich mal in einem Stau kommen. Dazu muss ich aber erstmal einen finden. Ich weiß, ich kenne zwar schon welche, aber es müssten auch solche sein, die in den Städten halt nicht so, nicht allzu viele haben, weil sonst kämen wir ja in den Städten nonstop in einen Stau. Und das muss ja nicht wirklich sein. Aber so ein paar mehr würden schon gut tun. Würde ich mal so behaupten. Oder wie meint ihr das? Soll ich mal sowas ausprobieren? So mit mehreren, mit so einem AI-Traffic oder sowas? Das ist aber nett von dir. Dankeschön. Mal bedanken, ne? Sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob das so gesagt wird. Aber ich glaube, das versuche ich echt beim nächsten Mal.
Ich glaube, das werde ich jetzt gleich mal testen. Also wenn ich die Folge hier zu Ende habe und den Trailer abgeliefert habe, dann werde ich mal einen runterladen. Nur so halt mal zu schauen, wie es so ist. Werde den dann mal testen auf einem anderen Account. Oder eher gesagt auf einem anderen Profil. Und wenn der dann passt und funktioniert und auch richtig gut ist, dann werde ich den wohl mal auch hier zeigen. Bei der nächsten Folge schon. So, der ist ein bisschen lahmarschig hier. Ich weiß auch nicht, was er hier macht. Ist 80 erlaubt und fährt, glaube ich, gerade mal 70 oder wenn überhaupt. Aber wir sind ja auch gleich schon da. Es ist ja nur noch 2 Ingame-Stunden sozusagen. 2 Stunden 20 Minuten. Dann sind wir auch schon in Poznan. Wir sind jetzt eigentlich auch schon in Polen. Sollte eigentlich. Oder steht da noch was Deutsches drauf? Kann ich jetzt nicht lesen. Hier endet die Autobahn. Oder ist das der Grenzübergang? Sieht so aus, als wenn das hier der Grenzübergang ist. Ja, genau, das ist er. So, hier müssen wir einmal 50 fahren am Grenzübergang. Kollege. Oh oh. Kommt hier 40, ey. Und die bremsen direkt runter auf 20, ey. Das ist echt der Knaller. So, mal testen. Ich bin mal gespannt, ob wir hier jetzt auch halten müssen. Oder ob wir, na, hier müssen wir halten überall. Also haben die das hier noch nicht geändert. Schade. Also hier muss man noch halten. Euch das an, der LKW, der fährt direkt drüber. Oh, oh, oh! Alter! Drängt er mich hier von der Straße, der blöde Penner? Vollidiot! Eine Witzke, Herr Kapitän, da. Okay, ich habe auch keinen Blinker gesetzt, ne? Aber trotzdem muss man auch mit offenen Augen durch die Welt fahren, ne? Nicht einfach fahren und vor mir die Sintflut, ne? Nach mir die Sintflut, so. Sowas macht man nicht. Auf der Autobahn sollte man schon aufpassen, wo man hinfährt, ne? So, ausfahren müssen wir hier auch noch nicht. Wo ist das? Tschechien.
Postland ist noch ein bisschen weiter geradeaus. Haben wir noch ein bisschen, eine Stunde Zeit haben wir noch. Schlafen brauchen wir auch noch nicht, tanken müssen wir auch noch nicht, wir haben noch halb vollen Tank. Ja, so, da bin ich wieder. Ich bin so ein bisschen im Gedanken unterwegs, was ich noch so als nächstes machen werde. In nächster Zeit. So, ich bin bei ihm gerade was am Rumkramen hier, deswegen fahre ich auch gerade Schlangenlinie. So, fertig. Ja. Ich glaube, wenn das hier, wenn diese Folge hier kommt, habe ich schon einen Stream schon gemacht. Und der wird dann nach diesen Folgen hier online gestellt. Also während diesen Folgen hier. Oft, ich meinte jetzt ab 18 Uhr so zum Beispiel, ne? 12 Uhr diese hier, 18 Uhr die andere. Bin da echt mal gespannt, wie viele jetzt über Weihnachten zuschauen. Oder zugeschaut haben. Vielleicht kann ich auch ein paar neue Abonnenten begrüßen. So, schade wirklich, dass das hier noch nicht geht mit den öffnenden Schrank, mit den automatischen. So, 54 Euro bezahlt. Normalerweise müssten wir gleich aus abfahren. Wir haben ja nur noch 22 Minuten bis zum Ziel. Polnisch und Russisch finde ich ja so eine recht interessante Sprache, muss ich sagen. Ich finde die echt cool. Achso, ich war schon auf 70, ups. So, da haben wir die Abfahrt. Komm doch mal da raus, hier schossen, du Vollidiot. Naja, davon gibt's ja viele. Erster Aufenthalt in Poznan. Zum ersten Mal, ja, ui, ja. Ach stimmt, ich habe ja ganz neu angefangen gehabt. Puh.
Da sind wir auch schon. Ich fahre mal hier rüber. Weil wir nämlich gleich bei der Spedition sind. Gucken, ob wir die Ampel noch bekommen. Natürlich. Super, nehmen wir natürlich direkt die schweren. Okay, so schwer ist es jetzt auch nicht. So, dann wenden wir mal einmal so und... Oh, das war wieder zu viel wahrscheinlich. Ach, ging er sogar noch. So, Wahnsinn, wir haben es geschafft. Mal gucken, was uns die Einkunft bringt, sozusagen. Ein neues Level, 16. Wir haben Schaden, 1,1%, habe ich zwar nichts von gemerkt, aber macht ja nichts. 34.000 haben wir bekommen und 1.600 EP, ist doch super. Und ich verabschiede mich dann somit von euch und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns dann. Bis dahin, euer Wobra. Ciao, ciao.